3, 1. Herzlich willkommen zur nächsten Folge unserer Facebook-Live-Gespräche hier auf dem Kanal des Lilium-Kinos in Augsburg. Unser heutiger Gast ist niemand anderes als Burhan Kobani, Regisseur des lang erwarteten Films Berlin Alexanderplatz. Burhan, einen herzlichen Applaus für dich und schön, dass du da bist. Zunächst erstmal, ich freue mich sehr, dich heute Abend hier zu haben und du solltest ja, hättest ja eigentlich schon am Montag bei uns im Kino zu Gast sein sollen und deinen Film persönlich vorstellen. Jetzt ging es durch Corona natürlich alles nicht, der Filmstart wurde auch verschoben und wir wissen nicht, wann er kommt. Wir hoffen natürlich, dass der Film bald in die Kinos kommt und ich freue mich darauf, in den nächsten Minuten dir ein paar Fragen zu stellen zu der Entstehung des Films, zu dem Cast, den Schauspielern. Auch zum deutschen Filmpreis. Genau. Ich freue mich total dabei zu sein. Ich freue mich, also mir tut es auch total weh, dass ich nicht bei euch sein kann in live und in echt und in 3D. Aber ich finde die Aktion super und ich finde es gut, dass wir das Gespräch hier führen können. Ja, sehr, sehr gerne. Also vielen Dank nochmal, dass du die Zeit genommen hast. Ich meine, morgen geht es um die deutschen Filmpreise. Dein Film ist Spitzenreiter bei den Nominierungen mit 11 Nominierungen und ich glaube, er ist überall nominiert, bis auf bester Kinderfilm und bester Dokumentarfilm. Also erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Tausend Dank. An alle, die zuschauen, kann ich sagen, da wird ein sehr, sehr besonderer und sehr, sehr toller Film auf euch warten. Ich durfte ihn natürlich schon sehen und bin sehr begeistert, weil ich finde, Burhan, dein Film gibt dem deutschen Film genau das, was er aktuell braucht, nämlich diese, meiner Meinung nach, diese Authentizität, diese, wie soll ich sagen, diese Physis, dieses wirklich Emotionale vor allem. Also ich, tausend Dank. Ja, und ich möchte allen wirklich raten, diesen Film sich anzusehen, wenn er rauskommt. Der ist so gut geworden und man hat etwas, wo man sagt, dafür hat sich der Kinobesuch gelohnt. Also es ist natürlich auch toll, wenn man, wir haben 11 Nominierungen und das geht durch alle Gewerke und das, dann merkt man auch, dass es auch eine Teamleistung ist und dass es dass wirklich die besten oder meiner Meinung nach die besten deutschen Filmemacher an diesem Film mitgemacht haben. Also wir haben eine Nominierung für die Schauspieler, wir haben eine Nominierung für die Kamera, für das Szenenbild, für die Visual Effects, aber auch für die Musik und das Sounddesign und das Drehbuch und das sind halt so, das ist eine Riesenehre und das ist unglaublich, aber vor allem ist es für mich halt so, eine Verbeugung vor unserem Team und was die geleistet haben. Also ich habe vor 7 Jahren, 8 Jahren angefangen, an dem Film zu arbeiten und ich bin so glücklich, dass ich das mit so tollen Leuten umsetzen konnte. Also das ist echt der Wahnsinn. Das finde ich super. Also, es freut mich sehr, das zu hören und ich wollte dich auch gleich mal fragen. Es gab ja in der Filmgeschichte, glaube ich, 2 Filme. Irgendwie Ende der 20er Jahre, glaube ich, eine erste Verfilmung zu Berlin Alexanderplatz und dann eben die Rainer Werner Fassbinder Serie in den Ende der 70er, glaube ich, war das. Ich weiß nicht mehr, ob ich sauber recherchiert habe. Anfang der 80er Jahre, 81 war das. Genau. Und was war dein Ansatz für diesen Film? Vielleicht kannst du da ein bisschen erzählen, wie du dich als Regisseur an dieses Werk von Geblin herangewagt hast. Also ich komme aus der Nähe von Stuttgart und wir hatten das damals tatsächlich als Abi-Thema und ich habe 2 Jahre meines Lebens halt irgendwie mit diesem Roman verbracht und ich bin im Abi gnadenlos gescheitert, also ich habe den Roman gehasst, weil ich irgendwie nichts damit anfangen konnte und dann sind ein paar Jahre ins Land gegangen und ich hätte eigentlich Medizin studieren sollen, aber mit einem schlechten Abi geht das nicht und dann musste ich halt Film machen und dann bin ich irgendwann nach Berlin gezogen und ich habe den Roman wieder zur Hand genommen und gemerkt so, boah, der ist richtig gut. Und da sind Sachen drin, die konnte ich mit 17, 18 überhaupt nicht wertschätzen. Und irgendwie dachte ich, ich würde schon gern nochmal irgendwie, obwohl Fassbinder so eine super berühmte Serie darüber gemacht hat, hätte ich schon Lust, da nochmal irgendwie ranzugehen. Aber ich darf es natürlich nicht so machen. Und ich habe damals an der Hasenheide gewohnt. Das ist ein großer Volkspark hier in Berlin. Ist leider auch ein Drogenpark, also wo halt auch leider viele schwarze Drogendealer abhängen. Und ich dachte dann auch, ich würde gerne was über diese Community, über diese Jungs, die in diesem Park arbeiten, einen Film machen. Und dann hat das sich bei mir so im Kopf verbunden. Und ich dachte so, Franz Bieberkopf im Roman ist eigentlich genau so eine Figur. Der ist irgendwie so ein Kleinkrimineller. Der lebt zwar in Berlin, ist aber irgendwie so am Rand der Gesellschaft, wird nicht so richtig integriert in die Gesellschaft,
und muss sich so durchkämpfen und das müssen diese Jungs auch. Und dann haben wir einfach mal gefragt, gibt es denn die Rechte, kann man die bekommen? Und tatsächlich war es möglich und dann haben wir angefangen zu arbeiten an dem Buch, an dem Drehbuch. Und das ist jetzt über 7 Jahre her. So. Wow, ich habe schon noch graue Haare hier bekommen in der Zeit. Das ist auch ein sehr, sehr langer Prozess, den du durchgegangen bist. Und so war das dann mit Förderung und allem dennoch der Prozess, hat der Prozess dich ausreichend unterstützt? Gab es genug Förderung schon bei der Stoffentwicklung oder wie hast du diese Zeit überbrückt, auch als Regisseur? Also wir hatten das Glück und die Ehre, halt mit dem ZDF, das kleine Fernsehspiel, damals schon verbandelt zu sein. Ich hatte schon 2 Filme gemacht für die. Mhm. Und man darf halt 3 Filme für die machen. Und ich habe das meinem Redakteur angeboten. Und der hat von Anfang gesagt, findet er super die Idee. Und das unterstützt er. Und das heißt, dann hatten wir für die Drehbucharbeit das Backup vom ZDF. Und dann sind wir eingeladen worden ins Torino Film Lab. Das kann ich jedem jungen Filmemacher empfehlen. Das ist ein 10-monatiges Programm, wo man sich bewirbt mit einem Drehbuch, mit einer Idee, mit einer Geschichte. Und dann wird man 10 Monate lang von wirklich großartigen Filmemachern begleitet, um den Stoff zu entwickeln. Und die helfen einem, an dem Buch zu arbeiten und die Figuren zu verfeinern und die Geschichte auf den Punkt zu bringen. Und dann haben wir natürlich, als das Drehbuch fertig war, haben wir natürlich angefangen, an die Förderer heranzutreten. Und wir hatten wirklich, wirklich Glück, dass wir tatsächlich fast alle Förderungen, die wir beantragt haben, auch bekommen haben. Mhm. Aber auch das hat insgesamt 2 Jahre gedauert, glaube ich. Also wir hatten, ich glaube, im Anfang, also vor 2 Jahren ungefähr oder 3 Jahren hatten wir schon fast alles zusammen, aber es hat noch ein Betrag gefehlt und dann haben wir eine Förderung nicht bekommen und das war ultra hart, weil wir dann fast 8 Monate den Dreh verschieben mussten. Okay. Und das ist für einen Filmemacher halt irgendwie die Hölle auf Erden, wenn du eigentlich in den Startlöchern bist, bereit bist zu drehen und dann sagt jemand, es fehlen 100.000 Euro, wir können nicht drehen. Und dann, dann drehst du halt Däumchen. Und wir haben halt nicht Däumchen gedreht, wir haben halt einfach das Buch nochmal angefasst und haben angefangen mit den Schauspielern zu proben und ich glaube, das merkt man dann auch, also wir haben mit Welket Bungee, Albrecht Schuch und Jella Haase zusammengearbeitet als Hauptcast und man merkt, glaube ich, dass die auch Zeit hatten zu proben und ihre Figuren zu entwickeln und manchmal kann man auch was Gutes ziehen aus den schlechten Erfahrungen. So. Ja, auf jeden Fall, also das klingt alles sehr spannend. Gab es, oder willst du verraten, wie das Budget des Films war? Was hat der Film insgesamt gekostet in der Produktion? Willst du nicht sagen? Alles klar. Nein, das macht es umso spannender, weil ich fand, also, als ich ihn gesehen habe, ich fand ihn sehr, sehr hochwertig produziert. Ich fand, er hat eine ganz, ganz besondere, tolle Ästhetik. Er sieht wirklich einfach sehr gut aus, und aber auch nicht überproduziert. Also seid gespannt auf diesen Film. Das wird was ganz, ganz Sensationelles. Jetzt hast du über die Schauspieler schon gesprochen an den Cast. Wie war dein Casting-Prozess? Weil du hast ja mit Welket Bungee auch einen unfassbar starken Hauptdarsteller gekriegt. Also da muss man, es gibt so ein Department im Film, was immer so ein bisschen außen vor ist und was so ein bisschen ignoriert wird, das sind die Caster. Mhm. Und meine Casterin ist Susanne Marquardt und sie hat fast 2 Jahre lang nach Welket gesucht. Das heißt, wir haben 2 Jahre lang wirklich alle Schauspieler, die in Frage gekommen wären, in Deutschland abgeklappert, haben uns irgendwie Videos von denen angeschaut, haben die zum Teil gecastet, E-Castings gemacht, das heißt, die mussten dann irgendwelche Videos aufnehmen für uns. Und dann war es so, ist das noch nicht der Richtige? Dann haben wir in England gecastet, dann haben wir in Frankreich und in Belgien, in den Niederlanden gecastet, und das war nicht das Richtige. Wir haben sogar jemanden aus Südafrika eingeflogen, weil wir den vielversprechend fanden und es hat irgendwie nicht gefunzt. So, es war, Susa hat das immer den Spark genannt, also das Glitzern in den Augen, das so ein Schauspieler haben muss. Und dann zu dem Zeitpunkt, ich glaube, es war so 2017, auf der Berlinale lief halt ein Film von Welket im Wettbewerb, der hieß Joaquim, das ist ein brasilianischer Film. Und da hatte eine der Hauptrollen gespielt und war auch in Berlin und dann konnten wir ihn halt zum Casting einladen. Also einmal, weil wir ihn gut fanden und dann auch, weil er da war. Mhm. Und dann
war ich so, okay, das Casting war okay, aber ich bin nicht so richtig überzeugt gewesen. Aber also Suse war so, nee, bitte komm, lass uns noch mal probieren, irgendwie mit Albrecht zusammen das irgendwie auszuprobieren und die beiden mal wirklich spielen zu lassen. Und dann haben wir das noch mal gemacht und das war unglaublich. Also das war zum ersten Mal, als die beiden zusammengekommen sind, war klar, okay, das ist der Cast. Aber es hat 2 Jahre gedauert und bei Albrecht und Jella ging das viel schneller. Da war so, die hat man gesehen und zum ersten Mal ein Casting gehabt. Man hatte die auch schon mit so im Kopf. Und dann haben die Gott sei Dank auch uns zugesagt. Es ist ja nicht nur so, dass man als Regisseur die Leute castet, sondern die müssen auch einen casten. Ne? Man ist dann als Regisseur, sitzt man im Casting, ist auch ultra aufgeregt, weil man mit diesen Leuten arbeitet und denen dann auch beweisen muss, dass man gut genug ist als Regisseur. Ja. Und ja, und so ist das zusammengekommen. Aber es ist halt wirklich so, die Casterin hat diese Leute zusammengewürfelt und ein Händchen bewiesen und Gefühl bewiesen. Das ist echt toll. Klasse, ja. Ja, ich meine, du hast ja auch schon, dein Debüt war, glaube ich, auch im Wettbewerb der Berlinale. Das war ja Schahada. Auch ein spannender Spielfilm. Und dann gab es ja Wir sind jung, wir sind stark. Ein Spielfilm über die Ereignisse in Lichtenhagen, 1992, glaube ich, war das. Und das ist jetzt dein dritter Film, ne? Also Berlin Alexanderplatz ist der dritte Film, dein dritter Spielfilm. Genau. Wie lange hat es denn gedauert vom Drehbeginn des Films bis dann zur Fertigstellung des Films? Also wir haben vor ziemlich genau einem Jahr angefangen, also vor ziemlich genau 2 Jahren angefangen zu drehen. Also 2018 im April, Mai. Und dann waren wir im Juli, August, Ende Juli waren wir fertig. Und dann war ich erstmal durch. Also wir haben 3 Monate gedreht. Ich war völlig am Ende und habe meinen Editor, den Philipp Thomas, einfach mal machen lassen und habe gesagt, ruf mich an, sobald du einen ersten Rohschnitt hast. Und wir wussten, dass wir noch in Afrika drehen wollen. Das heißt, wir haben parallel dann angefangen, in Afrika nach Locations zu suchen. Und ich bin dann nach Südafrika geflogen. Und ich hatte so krasse Rückenschmerzen nach dem Dreh. Also wirklich so, ich konnte nicht sitzen. Der Flug nach Südafrika, 12 Stunden, war die Hölle auf Erden. Und ich bin zum Arzt gegangen und es ist nicht weggegangen. Und dann hat Philipp mich irgendwann angerufen und hat gesagt, ich bin fertig. Ich habe einen 5-stündigen Rohschnitt. Und ich habe mich dann irgendwie hingesetzt an meinen Rechner und habe das Ding ohne Pause durchgeschaut. Und die Rückenschmerzen waren weg. Okay. Einfach so. Und weil ich gemerkt habe, okay, wir haben einen Film gemacht. Es ist noch nicht perfekt, es ist viel zu lang, aber es ist ein Film. Und das war also wirklich, die Rückenschmerzen waren wie weggeblasen. Und das ist halt so, da merkst du halt, was dein Kopf alles irgendwie mit dir macht und welcher Stress da irgendwie drin hängt und welchen Stress du dir selbst machst. Weil du bist natürlich irgendwo, du bist dem Sender verantwortlich, den Produzenten, vor allem deinem Team, weil die haben natürlich irgendwo jeden Tag so hart gearbeitet und so viel Herzblut reingesteckt und du willst natürlich den bestmöglichen Film gemacht haben. Und ich hatte halt echt Schiss, weil ich nicht wusste, so was haben wir denn da eigentlich gemacht? Und dann haben wir bis März oder Februar 2019 geschnitten und also von 5 Stunden auf 4 Stunden 45, auf 4 Stunden 30, also so peu à peu runtergeschnitten. Und als Regisseur blutet dir halt mit jeder Szene und jedem Moment, den du wegschneidest, das Herz. Aber Film war einfach konsequent und hat das einfach so runtergeschnitten. Und es klingt jetzt absurd, 3 Stunden. 3 Stunden ist für mich kurz, weil für mich hat der Film mit 5 Stunden auch super funktioniert. Aber wir haben einfach, glaube ich, so harte, aber gute Entscheidungen getroffen im Schnitt. Sehr gut, ja. Ja. Also ich find Und das sehr mutig, ja. dass ihr den Film wirklich so durchgeboxt habt, weil ich finde, 3 Stunden hört sich jetzt natürlich irre an im Sinne von, wow, 3 Stunden Filme. Also sobald ein Film 2 Stunden, über 2 Stunden ist, fangen natürlich viele Kinobetreiber an zu meckern und sagen, muss das denn sein? Hätte er das nicht schneller machen können? Weil 90 Minuten wäre am liebsten so den meisten Kinobetreibern am liebsten. Ich muss sagen, so aus unserer Sicht, wenn ich auch so mit denen spreche, aus unserem Team, die den Film gesehen haben, das waren jetzt nicht viele, aber die haben auch alle gemeint, dass der Film funktioniert. So, der funktioniert dramaturgisch, der ist ästhetisch für mich schlüssig und es gibt, also den perfekten Film gibt es für mich nicht. Ja, das ist Ich meine, so. du hast jetzt schon,
Du hast ja schon im Vorgespräch gesagt, also wir haben uns ja vor 5 Minuten mal so einen Techniktest gemacht. Da hast du ja gemeint, Ja. dieser Film wird polarisieren. Und ich Bitte. bin da total deiner Meinung. Aber ich glaube, dass wenn wir den Film kürzer gemacht hätten, dann wird er nicht nur polarisieren, dann wäre er wahrscheinlich gegen die Wand gefahren, weil wir haben so viele gefährliche Themen. Also die Hauptfigur ist ein Flüchtling aus Afrika, der hier ankommt und versucht, ein gutes Leben zu führen, aber dann von so einem Drogendealer eingewickelt wird. Und das sind alles so, wo man ganz schnell Gefahr läuft, halt so blöde Klischees zu bedienen von kriminellen Ausländern. Und aber ich glaube, weil wir uns die Zeit lassen und weil wir das durften, versteht man auch, warum die Figuren tun, was sie tun. So. Und ich bin euch als Kinobetreiber natürlich total dankbar, dass ihr halt nicht sagt, hey, fuck off, so, wir nehmen euren Film nicht, sondern also dass ihr das halt wirklich zeigen wollt, das ist halt krass. Und natürlich bin ich total gespannt und ich möchte natürlich auch nach Augsburg kommen und mit euch im Publikumsgespräch dann auch mit den Leuten diskutieren und im Notfall auch streiten, so, Ja, weil ja, der Film ist streitbar, definitiv. auf jeden Fall. Also ich denke, es ist natürlich so, dass es in der Kinobranche bestimmt, also es gibt bestimmt Kinobetreiber, die natürlich immer dann bei sowas irgendwie alle Warnschilder sehen und sagen, ja, je, 3 Stunden. Aber alle, die den Film so gesehen haben, was ich auf der Berlinale auch gemerkt habe von den Kinobetreibern, die ich kenne und vor allem auch die jüngeren Kinobetreiber, die haben einfach wahnsinnig Bock auf den Film. Weil was wir als Kinobetreiber einfach brauchen, ist neben all diesem Best-Ager-Film und 50-Plus-Zielpublikum, das meine ich gar nicht abwertend, sondern das ist einfach ein Bestandteil der Kinolandschaft. Wir brauchen einfach wirklich spannende, bewegende Filme, die die jungen Leute ins Kino ziehen, die sagen, dafür gehe ich ins Kino. Also gerade, wenn ich das noch sagen kann, gerade Simon Erasmus aus Stuttgart schreibt gerade in die Kommentare, ist ein Kinobetreiber auch, Grüße aus Okay. Stuttgart, ich finde den Film total klasse, freue mich auf den Film. Wir hätten den Film auch als 5-Stunden-Version gezeigt. Aber, also Stuggi ist natürlich für mich Ja. Mutterstadt. Ich komme ja aus Stuttgart und bin natürlich froh, wenn meine Homeposse den Film auch zeigen wird. Weißt du, in welchem Kino er ist? Das ist Atelier am Bollwerk und Delphi, die gehören Oh, zusammen. nice, so Ja. cool. Also das ist natürlich für mich ein Riesentraum, weil da bin ich natürlich irgendwo als Jugendlicher, dann auch als Filmstudent immer hingegangen. Ja. Also cool. Na super. Fabian Gasmier ist auch da. Der sagt auch so gute Leute. Guter Mann. Fabian! Zurück, Fabian. Ja. Sehr gut. Ja, Fabian haben wir morgen übrigens zu Gast. Fabian ist ein spannender Produzent. Der dreht ja gerade einen Film mit Adam Driver und Marion Cotillard. Darüber wird er morgen sprechen. Aber mal auf jeden Fall. Ah, Simon schreibt noch aus Stuttgart. Große Leinwand, großer Film. Und im Delphi wird er laufen, sagt er. Okay, cool. Cool. Ja, lass uns noch mal kurz zurückgehen zu deinem tollen Film. Wie war es denn auf der Berlinale für dich? Wie war denn so die Premiere? Wie, erzähl mal ein bisschen so, wie war denn das Wettbewerbsfeeling für dich? Also, wie gesagt, es ist für mich ziemlich genau 10 Jahre her, dass wir das erste Mal auf der Berlinale gelaufen sind und damals war ich noch Filmstudent. Und das war halt so ein War das, krass. ne? Schahada war Genau, das. Schahada, genau. Und das war halt so ein krass überwältigendes Gefühl und es war, glaube ich, auch so ein bisschen traumatisierend, weil ich bin, glaube ich, eher so ein Eigenbrötler und für mich ist diese Corona-Zeit auch gar nicht so schlimm, weil ich bin eigentlich ganz gern zu Hause, auch wenn die Sonne scheint. Und dann ist man halt plötzlich, wird man so an die Weltöffentlichkeit gezogen und muss dann irgendwie vor 1000 Mikrofonen 1000 kluge Sachen sagen. Und das hat mich schon ziemlich umgehauen, aber auch ein bisschen fertig gemacht. Und ich habe echt eine Weile gebraucht, um damit umzugehen. Und dieses Mal war es nicht routinierter, aber es war so ein bisschen, also man wusste, was auf einen zukommt. Und man hat irgendwie, man wusste so, da kommt die Welle und ich muss mich so bewegen, damit ich nicht von dir überrollt werde. Und die Premiere war halt der absolute Hammer, weil wir hatten, also der Berlinale Palast, musst dir vorstellen, es gibt da 3 Ränge, Ja. da sind fast 2000 Leute drin und wir hatten am Ende des Films Standing Ovations für 10 Minuten. Für 10 Minuten, das war völliger Wahnsinn. Und es war so toll, das teilen zu können mit meiner Family, also mit meiner echten Family, mit meinen Eltern und meinem Bruder.
Und gleichzeitig meine Filmfamily da zu haben, weißt du, so, wir konnten viele, viele Teammitglieder irgendwie ins Kino, also wir haben Karten irgendwie gekauft für die und haben die ins Kino bringen können und weißt du, das ist ein krass überwältigendes Gefühl und weißt du, so viel Liebe abzubekommen auf einmal. Und deshalb war es diesmal irgendwie konnte ich damit viel besser umgehen. Und dann war es natürlich, es ist natürlich so schade, dass jetzt irgendwie durch den Lockdown, dass wir halt nicht in der Lage sind, irgendwie anderen Leuten den Film noch zu zeigen. So. Weil mich natürlich interessiert, wie reagiert dein Publikum bei dir zu Hause? Wie reagiert das Publikum bei mir in meiner Heimatstadt in Stuttgart? Wie gehen die Leute mit dem Film um und so? Ja, aber kommt noch, kommt noch. Auf jeden Fall, ja, also wir hoffen bald. Also, dass keiner weiß, wann die Kinos wieder aufmachen. Es kann, also viele rechnen jetzt mit Juli, das ist so ein favorisierter Termin, im Juli, Anfang Juli wieder anzufangen mit klaren Auflagen, bestimmten Auflagen. Ich meine, Darf solange ich ich. fragen, wie es euch damit geht als Kinobetreiber, also wie ihr über die Zeit rüberkommt? Ja, wir haben natürlich, also in Augsburg, wir sind jetzt ein bisschen dankbar auch natürlich auf jeden Fall also unserem Publikum, denn wir haben diese Popcorn-to-go-Verkäufe Freitag und Samstag, wo wir auch Gutscheine verkaufen. Das überbrückt und ersetzt jetzt natürlich nicht den Geldfluss, den wir sonst haben, das ist klar. Aber es gibt sehr, sehr viele, die schon Gutscheine kaufen und sich auf die nächste Kinosaison, so muss man es ja sagen, freuen. Also es gab viel Solidarität, wir hatten Solidaritätsticket, führen wir ein, dass es gibt, wo man uns was geben kann auf diesem Belohnungsgeben- und Nehmen-Prinzip. Ah, super. Genau, und dann haben wir noch ein Pflegeticket gemacht für alle Pflegerinnen und Pfleger. Das heißt, man kauft ein Ah, Ticket cool. und schenkt das dann einer Pflegerin oder einem Pfleger, die man kennt oder einer Einrichtung und sagt, komm, geht ins Kino und danke, dass ihr helft und da seid. Wir haben Jahreskarten, die wir noch anbieten und ja, zu einem Überdruss renovieren wir auch gerade noch die Kinos. Ja. Okay. Das heißt, dann läuft mein Film bei euch irgendwie in Atmos, Sie Dolby meint, sie Surround, meint. 3D. Ich weiß nicht, die LED. Originalmischung, die war, glaube ich, 7.1 gibt es, oder ist der 5.1? Ich weiß es nicht, ne? Also wir haben nicht auf Atmos gemischt. Also wenn ich noch was dazu sagen darf, Ja, also mach, ja. ich liebe das Kino und also natürlich ist man heutzutage irgendwie als Regisseur total verführt, irgendwie für Netflix zu drehen und für Amazon und für Sky und so. Aber es ist halt was anderes und was Besonderes. Im Kino einen Film zu zeigen. Also ich finde, Filme sind im Kino lustiger und dramatischer und mitreißender als zu Hause. Natürlich gucke ich mir viele Filme irgendwo auf meinem Laptop zu Hause an. Und mit Kopfhörern hat man im besten Fall auch einen guten Sound, aber es ist nie dasselbe Gefühl. Und ich habe für mich irgendwie eine ziemlich klare Entscheidung getroffen, dass ich erstmal auch weiterhin Kinofilme machen will. Super. Und einfach weil in einem guten Kino einen Film anzuschauen, ist einfach ein Erlebnis so. Und deshalb finde ich es auch richtig, Kinos zu unterstützen und mit und für Kinos zu arbeiten, weil ein Stream auf Netflix ist nie dasselbe, als wenn du irgendwie, klar, manchmal nervt jemand neben dir, der irgendwie seine Nachos zu laut isst oder manchmal setzt sich genau die größte Person der Welt vor dich so. Ja. Aber es ist schon immer wieder ein Erlebnis und wir haben halt diesen Film fürs Kino gemacht, visuell und auch vom Ton her. Also das heißt, wir haben ich finde, dem coolsten Sounddesigner aller Zeiten in Holland, Michel Schöpping, einen Monat lang in Holland gesessen und haben wirklich jeden Sound, jedes bisschen, was man rausholen kann aus Dolby, halt versucht, irgendwie in diesen Film reinzuhauen. Du guckst den Film an, aber du wirst auch immer, also der aufmerksame Zuschauer, der Bock drauf hat, wird halt merken, dass die Musik und der Sound nochmal ein Hauptdarsteller in dem Film sind. Also neben Jella und Albrecht und Welket ist das nochmal, was den Film nochmal bereichert. Und das kannst du auf dem Laptop haben, aber nicht so intensiv wie im Kino. Und deshalb freue ich mich auch, wenn ihr gute Soundsysteme habt. Auf jeden Fall. Also sind jetzt gerade neue unterwegs. Das heißt, wir haben relativ, also wir haben die neuesten jetzt bestellt, die es so gibt. Das wird alles dann ab Juni schon da sein. Aber ich denke nicht, dass wir im Juni schon werden spielen dürfen. Vor allem nicht in Bayern. Ich glaube, wir werden als letztes
öffnen. Oh. Und Aber erzähl mal kurz, so hieße das denn, dass nur jeder zweite Platz besetzt wird oder das das ist so der Plan, ja. Das okay. ist so, vielleicht sogar noch restriktiver, vielleicht auch nur jeder vierte, vielleicht auch nur 50 Personen pro Saal. Das ist durchaus möglich mit den Abständen. Also da gibt es noch keine endgültigen, formulierten oder entschiedenen Szenarien, ne? Sprecht ihr euch als Kinobetreiber untereinander? Gibt es da irgendwie so, dass ihr miteinander sprecht und irgendwie versucht, einen Plan zu machen, den ihr dann anbietet, wo ihr sagt so, okay, wir geben am Eingang Masken aus oder wir desinfizieren so oder so oder was ist so das? Weil natürlich, ich frage mich natürlich auch, wenn es vorbei ist, wie kann ich, also wie kann ich meinem Publikum auch so die bestmögliche Experience irgendwie so im Kino bieten? Auf jeden Fall. Also was ganz wichtig ist, ich denke, es wird eine Art Maskenpflicht auch für Kinobesuche geben. Das heißt, von vornherein ist das Kino mit Maske zu betreten. Dann denke ich, werden die Eingänge und auch natürlich vor den Toiletten werden Desinfektionsbehälter stehen müssen. So kann ich mir das auf jeden Fall vorstellen. Und wir werden natürlich vor dem Film vielleicht auch Ansagen machen, um die Gäste zu beruhigen und zu sagen, das ist eine neue Situation. Bitte achtet auf folgende Punkte. Und dann denke ich auch, dass die Menschen sich daran halten werden. Ja? Also das, weil sie das Kino, ich denke schon, dass es sehr viele Menschen gibt, die das Kino vermissen. Ja? Ja. Also ich habe eine Statistik gelesen, da wurde es auch nochmal so deutlich, dass das Kino wird vermisst und eher Richtung Clubs sieht schlechter aus. Aber wie gesagt, das sind Statistiken. Wenn die Menschen wollen was erleben, das Leben ist nicht zu lang, denke ich. Und deswegen muss man leben. Ja? Ja. Ja, ich hoffe wirklich, dass das, also das, sobald der Lockdown zu Ende ist und die Kinos wieder aufmachen, dass die Leute auch irgendwie wieder Bock auf Kino haben. Also so auf dieses Soziale, weißt du, so dass man miteinander irgendwo, man trifft sich vorher, man geht ins Kino und danach geht man noch irgendwie, weißt du, und wenn man sich draußen hinsetzt mit einer Flasche Wein oder zwei Bieren und einfach darüber redet, was Genau. man gerade gesehen hat und das ist einen irgendwie, entweder hat es einen mitgenommen oder es hat einen Spaß gemacht. Und das kann halt keine Zoom-Konferenz, kann das irgendwie ersetzen, dass man irgendwie einfach zusammensitzt und über die Sachen, die man gerade erlebt hat, redet. Absolut, ja. Also mein Traum wäre jetzt auch, dass wir jetzt im Kinosaal sind, so nach dem Film. Gut, es wäre jetzt vielleicht noch nicht so weit, aber dass wir dann im Kino sind und dann du kommst, wir können sprechen. Also ich hoffe wirklich, dass es klappt und es wäre wunderbar, wenn du kommst, ne? Gerade auch mit unserem neuen Kino. Wir werden natürlich dranbleiben, dass es klappt, dass du kommst. Du warst ja schon eingeplant. Und du hast ja auch einen sehr, sehr guten Verleih. Also auch an der Stelle von uns mal viele Grüße an E1 und an den ganzen Verleih und die Paramount, die den Film noch vermietet. Insbesondere wir arbeiten mit Caro bei E1 sehr eng zusammen im Marketing und mit Herrn Miches bei Paramount. Also die machen einen guten Job und ich glaube, sie haben auch wirklich Lust auf diesen Film. Das ist das, wenn man so als Kinobetreiber manchmal die Sorge, dass Verleiher. Also man, sagen wir es so, man spürt hinein, glaubt ein Verleiher an einen Film oder glaubt es eher nicht so. Und bei Berlin Alexanderplatz glaube ich schon, dass, oder spüre ich schon, dass das ein Film ist, der einfach natürlich auch wegen seines Polarisierungsfaktors an den geglaubt wird und der so ins Kino ersehnt wird, weißt du, dass man ihn da so haben will, so mäßig. Genau, also das würde ich mir wünschen, ja, dass das funktioniert. Und ich drücke dir auf jeden Fall für morgen auch die Daumen und ich glaube, alle 11 Preise wären es nicht. Aber vielleicht, ne, auf jeden Fall, egal wie es morgen ausgeht, der Film hat für mich jetzt schon, also es war mein Berlinale Gewinner. So. Tausend Dank. Ne? Ich möchte aber auch ein bisschen Werbung machen für die Kollegen, die morgen auch nominiert sind. Also so, ich weiß, viele von den Filmen waren schon im Kino. Also Systemsprenger, der auch der Ja. große Favorit ist, war schon im Kino und hat, glaube ich, viele, viele Menschen berührt und bewegt. Und Nora Absolut. Finkscheid hat da einfach auch eine krasse Arbeit abgeliefert. Da spielt auch Albrecht Schuch mit. Ja. Aber auch so Filme, die es jetzt noch nicht ins Kino geschafft haben, wie Undine von Christian Petzold. Die halt auch toll sind, berührend, bewegend und die auch definitiv irgendwie, ich hoffe, auch bei euch laufen so Ja. und die morgen im Rennen sind. Also es ist, natürlich ist man in einem Konkurrenzverhältnis zueinander, natürlich will ich alle Preise gewinnen, klar. Und natürlich, wenn man nichts gewinnt oder wenn man einen Preis nicht bekommt, dann sagt man Scheiße, fuck, fuck, Scheiße. Aber natürlich ist es irgendwie toll, wenn man mit guten Kollegen irgendwie nominiert ist und die verdient irgendwie ihren Film irgendwie geehrt bekommen. Ja. Und mal gucken, wie es morgen ausgeht. Ja, wie wird das morgen eigentlich nochmal? Fingers crossed, auf jeden Fall, ganz fest, ne? Genau.
Wie wird das morgen nochmal ablaufen? Weißt du schon? Wie wurdest du so gebrieft auf das Ganze, die Verleihung? Wie wird das morgen ablaufen? Also, ich muss alleine sein, weil, genau, und werde wahrscheinlich hier in meiner Küche, also machen wir hier mal einen kurzen Umblick, sitzen, genauso allein, wie ich jetzt gerade hier sitze. Und dann guckt man die Veranstaltung an. Ich werde nebenbei so eine Zoom-Konferenz haben mit meinem Team. Und sobald man aufgerufen ist, kriegt man dann so ein Splitscreen, wie wahrscheinlich jetzt auch gerade. Und dann wird halt gesagt, und der Gewinner ist. Und wenn man Glück hat, dann ist man es und dann freut man sich und dann hat man ein bisschen Zeit, um was zu sagen. Also ich danke meiner Mama und meinem Papa und dem lieben Gott. Und wenn nicht, dann ist man einfach so. Genau, einfach verschwinden, so rauskippen oder so, ja. Genau. Es ist schon ein bisschen weird. Es ist schon schade, weil, weißt du, so, man hat so lange gearbeitet und bekommt dann die Möglichkeit, für die höchste deutsche Filmauszeichnung nominiert zu sein und eventuell sogar einen Preis zu gewinnen. Aber es sind die Zeiten und es ist, was es ist. Es ist, was es ist. Und ich glaube auch, egal wie es morgen ausgeht oder so, also ich denke, der Film wird sein Publikum finden. Wie gesagt, ich glaube, es gibt viele Kinos, die einfach Lust auf den Film haben und die nölen, dass der Film, die von vornherein sagen, der ist zu lang oder so, die werden ihn noch sehen in Pressevorstellungen und die werden noch viel drüber lesen und werden dann auch sagen, Mensch, müssen wir machen und werden wir machen, weil wir einfach auch, wir müssen an unsere Zukunft denken, also an unsere jüngeren Leute, die wollen solche Filme im Kino sehen. Also wir haben so viele Leute aus der Zielgruppe, sage ich jetzt mal, zwischen 25 und 39 Jahren, die nach diesem Film auch gefragt haben, die den Trailer gut fanden. Sie haben ihn bei uns ja noch gesehen, ein paar Wochen. Und deswegen, ich bin optimistisch, dass der Film im Kino funktioniert. Wie man so schön im Kino Latein immer sagt. Funktioniert der Film oder nicht? Ja, Ich super. sehe gerade, du hast da hinten irgendwie Metallica. Was ist da noch? Metallica, Me and That Man, die neue Scheibe. Okay. Kennst du das? Okay. Nee? Nee, ich bin eine ältere Generation. Ich habe ja noch das Black Album hoch und runter gehört. Ja, das ist Und das, dann bin das ich ist irgendwann das, ausgestiegen die. und zu Nine Inch Nails gewechselt. Oh, sehr gut, sehr gut. Wir sollten Bier trinken gehen. Nine Inch Nails hört sich sehr gut an. Wir hatten ein Konzertevent im Kino zu Nine Inch Nails vor ein paar Monaten. Ah, cool. Das war super. Also mit ihm ist natürlich auch geil, weil Trent Reznor ja auch unglaublich viel Filmmusik macht. So, da Mach kann mal man was mit wahrscheinlich den dem. ganzen Filmmusikabend mit Trent Reznor irgendwie Ja. verbringen. Ja, du könntest ja auch mal was mit dem machen, eigentlich. Mit Atticus und so wie Jonah Hill mit 90s. Ja, besorg mir die Nummer, ich rufe an und dann machen wir das. Vielleicht ja Fabian, der morgen zu Gast ist. Vielleicht kann Ah der ja, was. das ist natürlich. Aber ich glaube, Fabian, also mein nächstes Projekt ist halt auch ein Musikfilm. Ich glaube, Okay. Fabian macht jetzt auch einen Musikfilm mit diesen tollen Schauspielern. Ich bin gespannt, was da passiert. Darfst du über dein neues Projekt schon was sagen, außer dass es Musikfilm ist, oder ist alles noch top secret? Wir sind Das gespannt. heißt, So, genau. sehr gespannt. Aber es wird politisch und es wird, also wie gesagt, ich denke, dafür ist Kino auch da, dass wir halt Filme machen und auch Filme anschauen, die politisch sind, die uns bewegen, wir brauchen Komödien, wir brauchen auch Ja, Kein Ohrhasen und wir brauchen Til absolut. Schweiger und so. Das ist wichtig. Wir dürfen nur nicht vergessen, dass es genug Themen in Deutschland und auf der Welt gibt, die behandelt werden müssen. Und Kino ist halt so ein Ort, an dem man ohne Vorurteile, ohne vorgefertigte Gedanken einfach mal reingehen kann. Und dann ist man, eine gute Freundin von mir sagt immer, Film ist gelebte Zeit. Also wenn du 2 Stunden irgendwie einen Film anschaust, dann bist du in dem Film, du lebst das einfach. Und dadurch können wir halt Perspektiven und einen Blickwinkel aufmachen, die wir normalerweise im Leben nicht haben. Ja. Und jetzt in diesem Film ist es halt die von einem Refugee, der nach Berlin kommt und versucht, irgendwie ein gutes Leben zu führen. Und ich hoffe halt, dass nach dem Film die Leute auf die Straße gehen und wenn sie dann einen Refugee sehen, dass sie halt irgendwie anders mit dem, also ihn anders anschauen und ihn vielleicht nicht nur als so ein Klischee sehen oder als irgendwie nicht nur Vorurteile sehen, sondern ihn vielleicht als Mensch anschauen. Und das kann Kino tatsächlich leisten, da glaube ich ganz, ganz fest dran.
Und ich hoffe, dass wir das einfach weiterhin so machen können. Also wie gesagt, es ist, sobald der Lockdown zu Ende ist und sobald irgendwie das Leben wieder anfängt, werden die Karten neu gemischt. Aber ich hoffe, dass das zumindest weitergeht, dass das Kino und das Film ein Ort bleibt, an dem wir mit offenen Augen, offenen Herzen reingehen können und irgendwie der Welt irgendwie so einen neuen Blickwinkel verschaffen. Das, besser kann man das eigentlich gar nicht zusammenfassen. Das fand ich war sehr, sehr schön. Und es war auch sehr, sehr schön, jetzt mit dir zu sprechen. In allen Kommentaren, alle, die das anschauen, auch noch als Aufzeichnung, wird es das auf der Facebook-Seite geben, auch später auf unserem YouTube-Kanal. Unter allen, die in den Kommentaren Berlin Alexanderplatz hineinschreiben, verlosen wir noch zwei Freikarten, wenn der Film dann später in die Kinos kommen wird, was er sicher wird. Und ja, Burhan, vielen Dank, dass du da warst. Ich melde mich gerne noch per Ja. SMS bei dir, weil wegen der Technik musst du noch kurz drin bleiben. Aber wir hören uns nicht, weil ich zeige noch natürlich den Trailer von deinem so geilen Film. Ernsthaft, der ist so gut. Dankeschön. Und Danke. wer kraftvolles, emotionales Kino sehen will, und das finde ich, ist das, was der Film geschafft hat. Er hat es geschafft, aus dem literarischen Stoff was kraftvolles, emotionales zu machen, das trotzdem Film ist. So. Der wird mit Berlin Alexanderplatz glücklich werden. Und genug der Lobhudelei. Im Kino gibt es dann natürlich die Wahrheit. Nein, 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 du kannst ruhig weitermachen. Also Ja, ich hab Zeit. das kann Ich ich. hab In den nichts. Zeiten kann man sich gar nicht genug positive Energie geben, finde ich. Das ist ganz gut. Ich fand das Gespräch jetzt auch ganz gut. Ich könnte noch ewig mit dir weitersprechen, aber ich glaube mal, machen wir mal so weiter. Dann kannst du auch noch ein bisschen so reinfühlen in den morgigen Tag, wie sich alles so entwickeln wird, wie mit der Preisverleihung. Wir drücken dir ganz fest auf jeden Fall die Daumen, dass mit was Schönem klappt, mit schönen Preisen. Bleibt gesund. Bleib du auch gesund, auf jeden Fall. Genau. Und an Und alle anderen auch. Also bleibt gesund, passt auf euch auf, nehmt Rücksicht. Es wird alles wieder gut. das denke ich auch, auf jeden Fall. Okay. Cool. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es gibt jetzt noch deinen Trailer zu dem Film, zu Berlin Alexanderplatz. Und bleib noch kurz in der Leitung. Wir können uns dann noch kurz austauschen und verabschieden. Und vielen, vielen Dank, Bohan, und alles Gute für morgen. Bis dann. Mach's gut. Peace. Am besten will der Junge. I was a refugee all of my life. I did what I have to do. Now I got a second chance. Ich will gut sein. This one isn't for you. Not yet. Du willst etwas sein, das du nicht sein kannst. You want to be good in a world that is beautiful. Sei nicht dumm. Du hast Potenzial. Es ist nicht leicht, sich dem Teufel zu entziehen, wenn man ihn einmal zu sich eingeladen hat. Noch ein Wort und ich spreche dir den Hals. Wir sind auf einer dunklen Allee gegangen. Aber Francis ging nicht wie wir die Straße entlang. Zieh die Scheißmaske an! Ich meine das nicht mit. Du tust, was ich sage. Was mein Geheimnis ist. Ich bin nicht aus Zucker. Ich bin aus Marmor. Liebe. Liebe. Diese Leute, die sind nicht das Richtige für dich. Musst du mir mal vorstellen, ein Engel. Oder willst du ewig vor mir verstecken? Wir sind zwei. Den einen, den ich so sehr liebe. Und einer, der alles kaputt macht. Der liebt. Er liebt den Teufel. Er wollte gut sein. Aber man hat ihn nicht gelassen. Warum hast du mich hier mit reingezogen? Um dir zu zeigen, wer du bist.
Dann gehe ich kurz pinkeln.